Hallo Leute, es geht weiter mit Dracula, tödliche Liebe. Und ich habe gerade eben mir gedacht, ich lese mir das hier nochmal durch, was ich das letzte Mal erwähnt habe. Diesen großen langen Text habe ich jetzt mal gelesen. Er ist immer noch sehr interessant, lest es euch bitte gerne durch. Weil da so ein paar Sachen doch drinne stehen. So Hintergrundinformationen von wegen, dass die Vampirkönigin, die wir ja suchen, ja, dass die halt Kriege geführt hat, dass die früher die Schwarze Witwe genannt wurde, dass der Drachenorden von diesen Obilic-Brüdern irgendwie, dass die halt sehr lange schon gegen sie gekämpft haben, dass die Kirche sehr viel gegen sie gekämpft hat und dass man halt bis zum Schluss eigentlich nicht geschafft hat, sie zu töten. Wobei sich halt immer noch mir die Frage stellt, okay, sie ist eine Vampirfrau, sie hat irgendwie alle ihre Ritter bei Nacht in Vampire verwandelt oder ich weiß auch nicht. Jedenfalls wie so eine, ja, wie so eine Geisterarmee quasi und unbesiegbar. Obwohl die Kirche halt irgendwie ganz viele Anhänger und Vampire getötet hat, haben sie halt nie irgendwie bekommen, gekriegt, gefangen, getötet, wie auch immer, besiegt. Ja, und ich weiß halt jetzt nicht so ganz, wo der Zusammenhang ist zwischen Dracula und der Königin so. Oder ich habe verpeilt das schon wieder, was am Anfang, ob da am Anfang irgendwas gesagt wurde. Und ja, warum sie halt eigentlich gegen alle kämpft. Also ich weiß nicht, vielleicht wurde sie auch einfach immer nur angegriffen. Ich weiß nicht. Naja. Aber mir fehlt immer noch. Nee, zwei sogar fehlen mir. Zwei? Einer in der Mitte dann noch, oder? Nee, das gehört dann nicht hin. Und der Schädel? Weiß ich noch nicht, wo der hingehört. Geheimfach? Da fehlt das andere Porträt. Okay. Dann gehen wir mal woanders. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich bin gespannt, was wir noch an Informationen kriegen. Ich glaube, solange wir so die so Draculas geschichtliche Hintergründe nicht kennen, kann man da viel rumreden. Alter Schwede, guckt euch das mal an. Das hat ein bisschen was von hier Krieg der Welten, oder? Wo alles so blutig wurde. Die Aliens kommen. Warum ist denn das alles jetzt so heftig? Master, what is going on? What happened to the village? It changed, Igor, and I feel that this is just the beginning. So this is the plan of the Queen, reshaping the world of humans into one of vampires. If this thing spreads, your world will come to an end, Van Helsing. Do not touch this dark matter. If this thing has such influence on its environment, direct contact could be fatal. Okay. Quelle des Verderbens. Die Quelle des Verderbens scheint aus diesem Brunnen zu stammen. Hier hat der Einfluss seinen Höhepunkt erreicht. Mhm. Oh, wieder ein bisschen was zu trinken. Schwarzer Schädel. Aha. Kutschentür. Drei leere Aussparungen in der Größe eines Schädels. Ah. Aber der gehört da nicht rein. Was haben wir noch? In der Werkstatt mal ein bisschen. Oh. Mein Handy-Akku ist alle. Ach, egal. Egal. So. Das kann ich nicht. Fehlendes Briefstück. Sieh mal, da muss der Brief zerrissen worden sein. Muss ich die jetzt zusammen? Ah, ich soll die alle hier auf den Tisch legen. Okay. Ich dachte, ich kann das Stück nehmen, aber mehr habe ich nicht, schade. Das hier. Die Axt. Gut, das war's dann hier wahrscheinlich. Noch ein schwarzer Schädel. Unsichtbares Dingsbums hier, Fähigkeit. Adlerauge, du hast die Fähigkeit vampirische Sicht 5-mal verwendet. Nichts entgeht deinem untoten Auge. Du hast diese Auszeichnung erhalten. Seher des Unvorhergesehenen. Toll. Immer gern gesehen. Ja. Packen wir den da auch gleich rein. Was kann ich denn machen jetzt hier? Kann ich hier vampirische Sicht? Nee. Nein. Ach, den AUU. Ich habe den weißen Schädel schwarz gemacht. Ah. Ich verstehe. Oh, wieso dreht sich das hier immer?
Yay! Bravo, gewonnen. So, wer kommt raus? Oder wer geht rein? Wir gucken rein. Ein Kussmund, soll ich den wiederfinden? Ferngasschleife, Kerze. Kerze. Fernglas, Schleife. Schleife. Die finde ich jetzt gerade nicht. Ist mir gerade irgendwie zu anstrengend. Weintrauben, Rubintuch. Weintrauben. Rubin. Hier habe ich Kirschen. Rubin. Tuch. Tuch kann ja auch alles wieder. Tuch. Schlüssel, Briefstück, Spiegel. Ich suche gerade den Spiegel. Schlüssel, Briefstück, Briefstück. Hatte ich die Schlüssel nicht auch schon gesehen? Zahnrad, zweimal Schriftrolle, Rose. Rose. Zahnräder, zweimal. Das war die Sonne, die ich finden sollte, nicht das Zahnrad. Da. Und da. Noch ein Fernglas. Wahrscheinlich einmal so ein längliches jetzt, ne? Es gibt ja diese da genauso. Und dann noch eine Puppe. Das ist doch eine Puppe. Da ist eine Puppe. Kleine Voodoo-Puppe. Spiegel. Und die Schleife. Jetzt muss ich suchen. Jetzt komme ich nicht mehr drum rum. Das war der Spiegel. Nur noch die Schleife. Da ist die Schleife. Hervorragend. So. Briefstück. Dann haben wir das auch nochmal. Jetzt fehlt mir auch nur noch eins. Bildfetzen. Bildfetzen ist aber anscheinend was anderes noch. Hier können wir nichts mehr machen. Irgendwas nicht eingesammelt. Ist alles dabei. Hier fehlt mir noch was. Nö. Gut, dann gehen wir jetzt. Dann da gehen wir jetzt mal. Nee. Da gehen wir jetzt mal hin. Und setzen Teil des Schildes noch ein. Wie viel brauchen wir denn noch? Wie viel fehlen denn mir noch? Ich weiß es gerade nicht. Pech. Und das ist halt dieser heilige Dolch, stand im Text, mit dem man die Königin besiegen kann. Also es ist so eine Waffe aus Jerusalem, die halt mehrfach gesegnet wurde und nur mit diesem Dolch kann man halt die Königin töten. Deswegen wollen wir da halt rankommen. Ja, aber irgendwie... aber hier gibt's doch gar nichts mehr zu tun. Dann muss ich hier irgendwas übersehen haben. Weil das gehört da nicht hin. Na nü. Ah, hier das Briefstück habe ich übersehen. Und jetzt habe ich alles. That's an order for Mina's abduction. Her location has been removed. The master can see the invisible things. Ja, das können wir. Das tun wir. Machen wir. Und? Venice. Dodge's Palace. Alles klar. Leave without further delay. Every minute is precious. Szene abgeschlossen. Möchtest du zum Dogenpalast reisen, um den Inhalt des Briefes jetzt zu bestätigen? Ja. I see no trace of Mina or her captors. Charlatan Doctor. Can't even think. Someone removed the traces. He's right. Rummage around. Ach, wie cool. Wir sind jetzt in Venedig. Ich finde das voll schön gemacht, das Spiel, ganz ehrlich. Also, gar nicht billig jetzt eigentlich. Und am Anfang dachte ich eher so, wenn er so redete, oh Gott, was kommt jetzt? Aber jetzt muss ich sagen, ich finde das voll gut gemacht.
Ich meine, für ein Wimmelbildspiel. Bildfetzen. Was haben wir noch? Ein Wimmelbild. Apfelkerngehäuse, Knochen und Buch. Oh, da ist das Porträt von Jonathan Harker. Fläschchen. Weintrauben. Die Weintrauben mal wieder. Soll ich auch wieder ein Fernglas finden? Dann hätte ich es schon mal. Die habe ich auch. Apfelkernknochen, Knochenbuch. Knochen. Buch. Apfelkerngehäuse. Schlange, Spinne, Schriftrolle. Radspiegel, Regenschirm. Das sind so die Dinge, die ich suche. Ich sag's nur noch immer an. Es ist euch überlassen, ob ihr mitsucht oder nicht. Ich freue mich sehr darüber, wenn ich wüsste, ich mach's nicht nur allein. Aber ich muss ja durch. So, Radspiegel. Radspiegel. Diese Spiegel immer. Ich weiß nicht, was ich mit den Spiegeln hab. Irgendwie die sehe ich immer nicht so schnell wie andere Sachen. Messer, Puppe, zweimal und Maske. Wieder so eine Voodoo-Puppe. Das Messer, wo habe ich das Messer gesehen? Apfelkerngehäuse und Messer nur noch. Da ist das Messer. Apfelkerngehäuse. Wo ist das denn? Das da? Ach so. Alles klar. Dachte die ganze Zeit, das wäre was anderes. Ah ja. Harker. Igor remembers him. The master manipulated him like a puppet. Das wird dem Dracula aber gar nicht gefallen. Dass seine Mina weg ist. Das ist die Vampirkönigin. Ach, sowas finde ich auch ganz cool. Voll hübsch, eigentlich. Ja, die Hände natürlich noch unten. Was gehört nach ganz oben? Das hier? Ich glaube schon. Ich weiß immer nicht bei sowas hier, ob nach ganz unten oder eher oben. Nee, das sind ist auch ein. Nee. Ah, okay. Ist das oben? So hier so ein Malefizhut. Oder ist das unten? Ach so, jetzt checke ich das erst. Das hier ist kein Hut, das sind ihre Armpolster, sehe ich ja jetzt erst. Nee, das kommt ja dann auch nicht hin. Sie hat doch freie Schultern. Nee, aber unten an den Händen bestimmt, ne? So. Halt irgendwas hier unten auf jeden Fall. So, genau. Ja, genau. So meinte ich das. Okay, schicker Hut. Szene abgeschlossen. Sehr schön. Gehen wir vorwärts. I feel the presence of Mina. She was here. My senses never deceive me. Let's make it clear, Dracula. If we find Mina Harker, it is out of the question that you will get her again. She'll return to London with me. But by that time, maybe the doctor will be laying at the bottom of a canal. And why not you instead, in stagnant waters with frogs and toads? We'll talk when the time comes, Van Helsing.
For now, we are focusing our efforts on the search. Ja, ja, ja. Oh, wir haben wieder Durst. Dracula hat Durst. Ja, das ist wichtig, dass wir uns immer ernähren. Hier sollen diese Knöpfe hin. Und da wartet dann auch schon das nächste tolle Rätsel, sehe ich schon. Aber einer fehlt noch. Oh, und hier haben wir noch so einen Diamanten. Sehr schön. Ach, vampirische Sicht. Schnell. Damit wir den Knauf bekommen. So, dann können wir jetzt losrätseln. Soll alles auf die andere Seite und andersrum? Oder wie geht das jetzt hier? Hilfe. Verschiebe alle Spielsteine in die markierten Positionen auf dem Feld. Um sie zu bewegen, springe mit einem Spielstein über einen anderen. In die markierten Positionen auf dem Feld? Ja. Ach so. Warte mal. Kann ich nicht einfach... Hä? Ach so, ich dachte, das wären hier jetzt Spielsteine. Jetzt kapiere ich's. Okay. Und dann muss ich über den anderen springen. Alles klar. Muss ich den da hinten aber rausholen? War es das schon? Ach so, es ging ja. Alles klar. Ich dachte, das wäre eher so wie Mühle. Ich glaube, es ist Mühle, oder? Ich verwechsel immer Mühle und Dame. Ja, okay. Gut. Ja, wenn Szene abgeschlossen ist, dann gibt es ja hier nichts mehr zu tun. Ne? Gut, dann tschüss, tschüss, Helsing. Gehen wir mal hier hin. Setzen den Edelstein ein. Und, ein Kopfenteil fehlt. Ja. Setzen das Porträt ein. Wo war das nochmal? Hier. Tada! Jetzt haben wir das Medaillon. Das Medaillon hier rein? Ja! Sehr schön. Achtung! Was? Achtung? Achtung! Achtung! Achtung. Was? Falsche Kommunikation. Oh Gott, falsche. Ach so, mir wird das hier gerade angezeigt. Dö. Okay. Ein guter Anfang. Noch einmal. Bravo! Diamant bekommen. Diamant bekommen. Wir haben einen Diamanten. Und jetzt hauen wir damit ab. Dö. Was mache ich mit dem Diamanten? Ach ja, die Kerzen, stimmt. Machen wir mal das Ritual hier. Nicht? Steht dann... Brauchen wir den Diamanten dafür? Ja. Tada! Yeah. Wie schön. Hervorgehobener Punkt. Oh. Radomir. Wie cool. Das letzte Stück des Schildes. Möchtest du in den Raum der Ritter reisen und das Schild zusammensetzen? Ja. Cool. Telekinese. We now have the blessing of Radomir Abelik. We are progressing, but the road is still long before we face the Queen of Vampires. What's the next destination? We return to Venice. According to the Book of Order, Alessandro Massini, the third knight of the Order of the Dragon, was there.
The Queen's plans were clear. She wanted to change the human world and to rule it. She was afraid that my return would thwart her plans and used my only weakness, Mina. Time was against us, against me, against my beloved. Alessandro Massini, the third knight of the dragon, was killed here in Venice, in a jail in the Duchess Palace. What was his crime? A political crime, a difference in opinion with the representatives of your beloved church. We cannot enter the palace. You're right. Most of my powers are too weak to overcome the physical barriers that protect this place. There is always a way to get somewhere. Igor knows, and the villagers too. Ja, aber wir können uns Kräfte wiederholen. Ich sehe das Blut ja hier schon überall. Und weil das so Spaß macht. Und Dynamit und Münze und Sternhälfte und... Kräfte will ich jetzt eigentlich nicht einsetzen und weiterwimmeln. Dann würde ich sagen... Und Stuhl. Machen wir das nächste Mal im nächsten Part weiter. Ist voll spannend. Finde ich. Ah, noch mehr Blut. Sehr gut. Und ja, mal schauen, was uns dann noch so alles begegnet. Bis dann.